Und das sind wir. Ulrike Mahl, Gerd Hirschfeld, Anno Schürholz, Fred Witte, Bernd Hieserich, Siegfried Hesenius, Jürgen Hansmann, Hans-Werner Oswandowitsch, Karl-Jochen Scherer, hier Hartmut Funke, Klaus Hese, Helmut Güntel, Walter Pampel. Thilo Irmische, Hans-Gerd Sellen, Fritz Pinnekamp, Wolfgang Kiedemann, Bernd Budde und Hilmar Peter. Ei, wer kommt denn da gefahren aus dem schönen Östertal? Stellt den Wagen in den Schatten, soll nicht leiden Hitzequal. Welch schlanker Busch entsteigt dem Auto? Ach, Herr Wenag, der ist's und ich erkannt ihn nicht. So, nun fängt die Arbeit an. Lehrer Berger schließt in Ruh seinen schwarzen Renner zu. Aus der Nebentüre tritt Herr Kollege Matthäus. Eins, zwei, Heinzemann. Auch die drei sind hier zur Stelle, denn alsbald ertönt die Schelle. Jeden Morgen wie gehetzt kommt der Musikus gewetzt, immer auf dem alten Schimmel, der ihn trägt vielleicht zum Himmel, wenn Frau Musik ihn nicht nimmt, denn er ist ihr Lieblingskind. Seht den Schüler zart und fein, nein, das kann kein Schüler sein, hat Dr. Brockhaus keine Sorgen, seht, er lächelt schon am Morgen. Diese Frau, die man hier sieht, steht meistens vorn im ersten Glied. Ihre Rede, wenn sie schimpft, jedermann Respekt einimpft. Es ist Frau Riemann wohl bekannt, von Freunden Charlie nur genannt. Das ist der Mann, der alles leitet und bis ins Kleinste vorbereitet, der seine Schule innigst liebt und für sie sein Leben gibt. Das ist der Mann, der vieles kann, das ist Direktor Hiddemann. Ein Fräulein niemals still, denn sie weiß ja, was sie will. Auch im Unterricht, ja, dann steht sie immer ihren Mann. Just a minute, sagt der Mann, seht euch mal die Wellen an, weil in Englisch ein Genie, sie
sinkt die Achtung vor ihm nie. Herr Beckmann ist ein stiller Typ und Aufsehen ist ihm gar nicht lieb. Von vielen wird er oft verkannt und Eule dann von uns genannt. Nun muss er diesen Namen tragen und hat ein solches Tier im Wagen. Hier Teddy Mühler, korpulent, der deshalb keine Eile kennt. Man spürt ihn sich im stillen Regen, er wird den Schülern so zum Segen. Herr Hesekamp, ein junger Mann, kommt bei den Schülern sehr gut an. Er ist der Liebling vieler Mädchen und ist bekannt im ganzen Städtchen. Frau Hoffmann, unsere gute Fee, kocht unseren Lehrern ihren Tee. Man sieht sie freundlich immer lachen, den Schülern neue Hoffnung machen. Vizekanzler Geisemann, der hilft dem Chef schnell, wo er kann. Das Temperament lässt er zu Haus. Beim Kegeln tobt er sich dann aus. Frau Gräve, die uns Englisch zeigt, macht uns das Leben nicht nur leicht. Sie lehrt uns fließend Englisch lesen und zeigt uns auch ihr strenges Wesen. Mit Schularbeiten spart sie nie und zwingt gar manchen in die Knie. Der Wolf isst hier sein Butterbrot. Er kaut, bis die Mikroben tot. Herr Hiddemann, der Chef vom Ganzen, lässt uns nach seiner Pfeife tanzen. Ja, die Verantwortung ist groß und fällt ihm auch nicht in den Schoß. Das sind die beiden Turnerfrauen, die lieblich in die Runde schauen. Herr Heinze ist ein junger Mann. Wenn's klingelt, stürzt er schnell heran. In 10 Sekunden ist er da. Und trotz der hier gezeigten Eile haben wir bei ihm oft Langeweile. Herr Jansen dort am Telefon, er ist de Gaulles großer Sohn. Dieses Paar hier, froh und heiter, gibt die Milch den Schülern weiter. Hier Stadion Schillerplatz. Vertrauenslehrer und Schulsprecher treffen noch die letzten Vorbereitungen. Eine knisternde Spannung liegt über dem weiten Rund. Feierlich ertönen die olympischen Fanfaren. Und
Da fällt auch schon der Schuss zum großen Hindernisrennen, der ersten Disziplin des Tages. Hier sind wir beim Eierlauf. Die Gewinner stimmen ein mörderisches Siegesgeschrei an. Aber nicht alles ist so einfach und auch das Würstchenessen will gelernt sein. Der Mann hat seinen Beruf verfehlt. Thema 1, natürlich Englisch. Hier wird gefachsimpelt. Und hier getratscht. Die Prominenz ist auch erschienen. Direktor Dr. Luck. Die Haute-Volée unter sich. Das ist die alte Schule. Wer wird ihr endlich das Lebenslicht ausblasen? Da, der historische Augenblick ist gekommen. Ich bin der Größte, kann Otto zu Recht sagen. Wir schalten jetzt um zum Stadion Rote Erde Bödinghausen. Hanno Schürholz, bitte melden. Hier spricht Hanno Schürholz. Ich melde mich aus dem Bödinghauser Stadion Rote Erde. Beim Stande von 5:0 für die U1 gegen die U2 blenden wir uns in die letzten Sekunden der zweiten Halbzeit ein. Nach heftigem Sturmlauf der Primaner, jetzt endlich ein Entlastungsangriff der U2 über den rechten Flügel, der aber sofort abgeblockt wird.
Mit einer fantastischen Parade verhütet hier Aßmann den hochverdienten Ehrentreffer. Und da ein Steilangriff der Oberprimaner, aus dem sich das 6:0 Endergebnis entwickelt. Die siegreiche Mannschaft der U1. Mit diesen Bildern geben wir zurück ins Funkhaus. Sie spielen in der Klasse weiter, wie sich's geziemt für Spitzenreiter. Doch bald schon geht die Türe auf, Frau Gräve kommt in schnellem Lauf. Sie hat die Hefte unterm Arm, den Schülern wird es kalt und warm. Oh, lasst uns eine Arbeit schreiben, damit wir in der Übung bleiben. Doch das Ergebnis, das war schlecht, und vielen von uns geschah das mit Recht. Das Glück ist in Englisch für manchen zerbrochen, doch auch das Glas, wie leicht bricht das. Denn nach dem Fußball, ach, oh Schreck, war ein Stück der Scheibe weg. Da steht der Muli, der arme Tor, und ist so klug als wie zuvor. Die Wirkungen des elektrischen Stroms sind wie auch die Gesetze Ohms in allen Landen wohl bekannt und werden auch hier nun angewandt. Denn Magnetismus, wie man sieht, ist in Physik noch sehr beliebt. Für Jürgen ist's nicht interessant, drum malt er Bilder an die Wand. Fräulein Hilker ist gegen dies Geschwafel und schickt Hans Gerd nun an die Tafel. Was dieser hier nun fabrizierte, bisher noch keiner ganz kapierte. Zwei links, zwei rechts, zwei süd, zwei nord, die Nadel fliegt in einem fort. Dies Mädchen hier macht es nicht richtig. Fräulein Wehrmann hilft, und das ist wichtig, denn gäb sie keine weisen Räte, stimmten später nicht die Nähte. Was man getan, wird eingetragen, sollte man später einmal danach fragen. Die 6. A sieht man hier sitzen und eifrig manchen Bleistift spitzen.
Herr Knobloch redet ernst zur Klasse, damit sie seine Kunst erfasse. Doch sind die Schüler Kunstbanausen und haben im Sinn nur dumme Flausen. Aber endlich haben sie's kapiert und lustig wird drauf losgeschmiert. Mit ihren kleinen Fingerlein bepunkten sie die Bögen fein. Aus dem fernen Dänenland hat man einen Kritiker gesandt, der mit kund'gem Auch und Hand manches auszusetzen fand. Als Schülerrat kam Groß und Klein zusammen in dies Zimmer rein, um zu beraten und zu beschließen und das Palaver zu genießen. Man redet viel, man prüft die Akten, man hält sich auf bei manchen Fakten. Man liest die Börse. Schläft fast ein, doch schließlich schreitet man zur Tat, wie's üblich ist im Schülerrat. Es ist sehr schwer, den 17. Juni würdig zu begehen. Wir glauben, diesen Feiertag auf geeignete Art und Weise gestaltet zu haben. Um 9 Uhr trafen wir uns auf dem Schulhof. Nach einer kurzen Ansprache sammelten wir für Ostzonenpakete. Diese Summe, 406,60 Mark, wurde dann gleichmäßig auf alle Klassen verteilt. Stellvertretend für alle sehen wir hier die 6. A mit ihrem Klassenlehrer Herrn Wenhag. Mit viel Geschick packen sie Päckchen und Pakete, um den Menschen jenseits der Zonengrenze eine Freude zu machen.
Nach dem Ständchen stärken sich die Musiker des Fanfarenzugs an Emichs Imbisshalle. Hier steht Herr Emich vor dem Haus, er kam mit der Sirene raus. Und alles rennet, rettet, flüchtet, denn taghell ist die Nacht gelichtet. Irgendetwas ging hier schief, ob der Physiker grad schlief? Dr. Brockhaus und Herr Berger bereiteten der Schule Ärger, denn sie blieben aus Versehen in dem alten Kasten stehen. Nun, weil sie nicht verbrannten, des freu sich alle Welt, denn die Sache mit dem Feuer war nur zur Probe dargestellt. Frau Riemann hat den Schirm vergessen. Ein Schüler eilt nun pflichtbesessen, zu bringen dieses Meisterstück. Lehrer, Schüler, Schülerinnen, alle eilen froh von hinnen. Und so wird auch der erlöst, der bis dahin nur gedörst.
Auch Herr Matthäus spannt hier das Segel, verlässt das Haus mit Kind und Kegel. Wer danach in die Schule könnt sehen, der würde das Folgende leicht verstehen. Köln könnt es geben ohne Dom, Italien könnt leben ohne Rom, Österreich wär denkbar auch ohne Wien. Doch unsere Schule nicht ohne ihn. Herr Emich und seine liebe Frau, sie pflegen unseren alten Bau. Doch leider ist an vielen Sachen nicht das Geringste mehr sauber zu machen. Durchgelaufen. Pech gehabt. Direktor, Klassenlehrer und Sportlehrer als kritische Beobachter. Die Leistungen werden notiert und in Punkte umgerechnet. Die Startpistole versagte. Die Vorteile der Koedukation. Schaulaufen der Senioren. Vor dem 1000-Meter-Lauf. Massenstart. Die letzte Runde wird eingeläutet. Kampf um Sieg und Plätze. Sind wir hier, die fast ausgereiften von Jahrgang 43, 44, 45 und 46. Klasse, war ihre Stufen erklimmen, um die Lehrer zum letzten Mal zu zu ärgern. Also, ja, Kicker. Also, und dann sitzen wir und stehen wir unten in den Raum und ach, wir sind ja das Volk der Dichter und Denker und es kann ja gar nichts passieren. Also, das stehen wir wie die deutsche Eichen hier. Und das ist die Tafel mit den Hieroglyphen. Und da steht alles dran, die Geheimschrift. Und gucken Sie mal, der Schulte, da mit dem Kreuz. Also, er kann gleich was drei Kreuze machen. Skat spielen wir, um dann Bier später können wir alles versaufen. Wenn wir durchgefallen sind, dann nicht, aber wenn wir mitgekommen, ja, denken tun wir auch noch dabei, um Stock reizen wir. Schieler sagte schon, also, nicht Frauen lieber darf dein Herz jetzt betören. Also, hier lachen wir auch mal und dann sitzen wir wieder und gucken, glotzen dämlich in der Welt rum und wissen nicht, was wir tun sollen. Stehen wir in den kahlen Raum hier und rauchen, alles verraucht, plätschern alles hin und dann machen wir mal super zwischendurch, so als mögliche hacken wir, verackstücken wir hier und dann werden wir in Vorbereitungszimmer geführt, 10 Minuten später raus
und vor der Exekutionsgewalt geführt. Alles. Aber später regen wir sich dann wieder ab hier beim Kaffee und Kakao, Karo, Kaffee kriegen wir. Und hinterher mit der Blechbrille, da guckt er durch. Ja, alles hier und er mit der Blumenkoloren, da guckt er sich die Blumen an wieder. Und er schmatzt wie gewöhnlich. Naja, soll man ja alles nicht so übel nehmen zu diesem Zeitpunkt, nicht? Diskutieren so und... ja, und er auch gibt seinen Senf dazu. Und aus Kanada kommen wir. Von Eschen. Und aus ganz Blittenberg geradezu. Dann gehen wir dann wieder in Vorbereitungs... in einer Saal da oben und wollen wir wieder prüfen, die fast ausgereiften, wie sie sich nun nennen können. Ach ja, das waren dahin, das hat keinen Gewinn. Hier, Jünemann, weg, raus, alles. Dann letzte Tafel nochmal, Kreuz, hin, fertig, kaputt, fast alles, entweder nix oder gar nix. Ja, sein oder nicht sein kam auch vor. Einer sagte das so ganz trocken und... Abschiedsvorstellung der Abiturientia 1965. Ein schweres Los. Wir sind arg gefoltert worden und die Pein war riesengroß. Und im Frühjahr begann stets das Morden. Die Schüler loben, bis sie verrosteten, von Nächster bis so eins. Und wenn ich möchten wir auch bald unserer alten Schule zurufen können.
plötzlich, ja fast über Nacht, da verwirklicht man endlich den Traum. Da ist man in Plettenberg aufgewacht, da lässt man auf einmal bauen. Und mancher, der es schon nicht mehr geglaubt, der schaut sich staunend um, wie das neue Gymnasium in die Höhe sich schraubt und die Gebäude wachsen ringsum. Das neue Gymnasium einmal aussehen. Das ist der Haupteingang. In der Mitte des Bildes die Aula, zu der mehrere Stufen hinaufführen. Rechts daneben der Sonderklassentrakt. Hier der Hauptklassentrakt. Im Hintergrund rechts das Schwimmbad. Und links daneben die Turnhalle.